Okay. Sollst du dir mal anschauen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh, ich gehe rüber. Ja. Okay. Aber trifft mich ja jetzt weniger. Das würde eher dich treffen. Ja, aber ich glaube, du bist dann dahin gelaufen zu dem Vieh. Ich habe geworfen und du warst bei dem Vieh. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Und du? Was willst du? No. Was? Hm? Oh, du hast gerade die Waffe da noch. Ich weiß nicht, ob wir mit den Nummern später noch was anfangen können. Ja, ich habe aber auch schon alle wieder vergessen irgendwo. Ich auch. Gut. Mist, hätten wir vielleicht aufschreiben müssen. Egal, zu spät. Ja, vielleicht, ja. Jetzt sterben wir alle. Ah ja. So, 31, unleserlich. Unleserlich ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Unleserlich diesen für Gott verdammten Ort gereist waren, dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als unleserlich das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie unleserlich. Unleserlich ließ mich schwören, diesen Ort zu begraben. Mich nervt das ein bisschen, ne? Unleserlich. Ja, hast du eine Rückseite? Ja. Mhm. 21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Eddie Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen haben. Ach du Scheiße, aus den Kokons. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Und dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte Besitz von ihr ergriffen. Er sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich von seiner Raserei. Mhm. Das ist gerade ganz lustig. Wenn du was in der Hand hältst, hängt deine Waffe über deine Hand irgendwie, über das Ding drüber. Ganz in Ordnung. Ja, gut. Also sag es mir. Na gut. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Ja, da geht's weiter. Denke ich mal. Oh Gott. Das ist verdammt düster. Nick. Ich mag ihn. Ja, guck mal, ist hier noch was? Er war nett. Noch was in der Ecke? Glück gehabt. Ah, da komme ich gar nicht runter. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Ach nee, okay, das war schon alles. Mhm. Ah, warte, denn. Ach nee, das war das. Ja, oh Gott, dreh dich um. Ja, jetzt. Gut, dann. Da geht's. Ja, aber das bei den Briefen nervt mich echt mit diesem Unleserlich. Also, das soll der Blödsinn, ey. Das ist echt. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Oh, gut. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Wer kommt denn da? Ach ja. Aber ganz langsam und leise. Mhm. Na schön.
Öffnen oder kämpfen? Ja, öffnen lieber, ne? Oh, ja. Mach jetzt das scheiß Tor auf! Wir sind drin. Sie auf. Hätten wir mal gleich fragen sollen. Ja. Das könnte die Szene sein, von der du gesprochen hast. Das könnte sein, ja. Los, hack ihn! Hack ihn! Jo! Jo! Moin. Das war knapp. Aber das war die Szene, glaube ich. Ich glaube, da kommt aber noch was. Ich habe das Ding ja geworfen, okay. Oder nicht? Ja, kann, ja, vielleicht hätten wir auch kämpfen sollen, schätzen wir ja das. Ja gut, das könnte natürlich sein. Entschieden, dann hättest du vielleicht geworfen, wer weiß. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Das aber stimmt. Das kommt noch einer. Ja, dann würde ich sagen, unseren Spaziergang führen wir mal fort. Ja. Ist ja bisher so schön gewesen. Diese Geisterbahn. Weißt du, was mich wundert? Warum liegt hier Licht, was noch leuchtet? Und warum brennt es? Wo wir noch nicht waren. Ja, gute Frage. Vielleicht finden wir die Antwort. Ja, oh, hier sind Löcher im Boden. Das ist natürlich sehr einladend für die Viecher. Und ja, da, das kann sein, dass die das geil finden. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, sonst nichts weiter zu sehen, glaube ich. Nee. Ich lasse dir diesmal hier den Vortritt. Ist wohl eine Krankenstation. Hm. Ja, sieht das mal aus. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Stell sie wohl an. So, dann müssen wir mal gucken. Hier gibt es wieder einiges. Wobei ich mir das ja aufsparen würde, ne? Das Dynamit. Chemiewaffen, oder? Hast du was zum Lesen? Ich habe, glaube ich, was zum Lesen. Sagst, ja, dann mach doch. Danach, ich habe hier noch eine Zelle, da ist irgendwas dran. Oh, ja, okay. Oh, das sieht aus wie ein Foto sogar. Ja, ist ein Foto. Sieht aus wie... Ah, das ist so eine Figur. Und da steht Autopsienotizen. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe? Adrenalin also? Und Angst. Achso. Oh, ich sehe noch zwei Sachen. Ja. So, haben wir hier. Das sieht auch wie ein Untersuchungsbericht aus. Mary steht da. Krankengeschichte, Name Mary, Alter, Geschlecht, keine Ahnung. 1930. Temperatur und Puls gefährlich hoch, über 38,3, 170 Schläge pro Minute. Patientin meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzversorgung niedrig. Bewegung unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. Er rät zur Operation zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte, M würde das nicht überleben als Mary. Hm? 20.10 Uhr, Temperatur 38,6, Patientin wird immer schwächer, weitere Bewegungen unter der Haut, parasitärer Organismus, Eintritt des Todes, 20.13 Uhr. Das nee, gibt's hier nicht. Kriegen dann schnell. Ja, nicht, dass sie hier noch Experimente durchgeführt haben, die Schweinepriester. Nein. Ja. Da ist offensichtlich weiter. Ja, hier liegt noch was am Boden, auch, glaube ich, eine Notiz, ja. Ja. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw unleserlich, aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch sie möchte. Auf der Rückseite haben wir 1. Januar 1947. 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreichen ertönt von überall her, aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen.
Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihnen einstürzen lassen. Auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Und hier war es noch ein Gefangener. Moment, ich komm rum. Wo bist du? Hier vorne, ich hocke hier vorne. Einen rechts neben dir. Oh. Nee. Da gibt es hier noch was zu entdecken oder nicht? Rechts neben mir? Ja, neben der Zelle. Ein weiter. Achso, hier runter dann. Oh, hier ist nichts zu sehen. Nee. Keine Ahnung. Hier liegt noch. Ach nee, das ist das Foto. Ich weiß nicht, ob das. Ah, da bist du. Hier auf der anderen Seite ist das Foto. Jo. Ich guck auch mal hier durch. Nach hinten habe ich noch was gefunden. Ich habe noch auf der anderen Seite eine Zelle. Da hast du noch was gefunden? Ja, irgendwie ein Karton mit irgendwas drin. Okay, ich kann, glaube ich, mitgucken. Oder? Ich weiß, was es ist. Ich guck gleich auch mal rein. Münze? Schwarzer Onyx. Okay, dann schaue ich auch mal gerade. Ja, gibt nicht so viel zu sehen, ne? Okay. Hier gar nichts. Ja, ich sehe nur Schatten irgendwie. Ja, eben, genau. Sieht aber irgendwie aus wie eine Münze oder sowas. Ja, sag ich ja, und da stand dann Onyx. Achso, ja, ja. Achso, Moment, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ja. Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was, wenn die Monster lesen können? Das ist die Frage. Und es geht noch weiter runter, wie es aussieht. Super. Super. Schöner Wasserfall. Ich wollte gerade sagen, sieht etwas komisch aussehender Wasserfall. Ja, in der Mitte irgendwie. Wenn das irgendwie ein Baum wäre oder sowas. Deine Frau? Jetzt willst du reden oder da ist also verheiratet? Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat es nicht geschafft. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Die meisten Menschen sind gut. Man muss es nur merken, bevor sie weg sind. Ja, Alicia, theoretisch kann man das Spiel bis zu 5 Leute spielen, aber das dann nur über diesen Couch-Modus. Zu zweit geht, glaube ich, nur online. Glaube ich. Aber ich glaube, angeblich sollte man das mit bis zu 5 Leuten spielen können, hier das Spiel. Okay. Also in diesem Couch-Modus halt, ne? Dass du den Controller immer weitergibst. Das sieht ja schön aus irgendwie. Das sieht geil aus, ja. Links mal ein bisschen Licht. Und nun ist einfach nur pures Uran. Ja, wechseln uns vielleicht noch ein dritter Arm. Ja. Ganz schöne Wundertüte hier. Was ist das? Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Mine. Wahrscheinlich alles voller Onyx oder was? Ja, das Tor zur Hölle. Würde ich mir das auch vorstellen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein.
Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Ach ja, die sieht gut aus, na klar. Sicher. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Lischel, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke ja. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Ja, dann mach mal. Ich guck mal am Strom. Ja, ich versuch's. Ja, läuft doch, geht doch. Ja. Ja, da würde ich mal gerade hier einsteigen. Das sieht ganz schön abgedreht aus und irgendwie cool finde ich das. Ich bin echt gespannt, was da unten kommt. Hoffentlich nicht das Verderben. Ja, super. Ja. Wollen wir vielleicht doch umdrehen? Ich glaube, da wird nicht regelmäßig gewartet. Nee, ich glaube auch nicht. Gleich werden wir noch gekocht, wird immer heißer nach da unten. Ich bin mal gespannt, was wir da finden. Ja, ich auch. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Rachel hat zurück ans Licht gefunden. Gut gemacht. Alle leben. Doch für sie gibt es viel zu tun. Es gibt Seelen, die immer noch ihre Hilfe benötigen. Alle leben also noch. Hoffen wir mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Bein ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. Wie immer sehr motivierende Ansprache. War da gerade im Blitz irgendwie ein Totenkopf oder so? Habe ich gerade nicht drauf geachtet, ich habe zur Seite geguckt. Aber er hat gesagt, alle leben noch. Er sagte, ja, was mich wundert, eigentlich. Weil wir ja, haben eine zurückgelassen. Ja gut, vielleicht von den Hauptcharakteren, von den Haupt... Ich weiß nicht, ob das so... Vielleicht war es auch das Richtige, was wir gemacht haben. Was? Oh. Okay. Was? Jetzt 3 Jahre zuvor, jetzt bin ich gespannt. Überschneidungen. Fertig. Nicht cool. Wir sind in der tiefsten Provinz. Mhm. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Nicht gerade die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Ah, der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Ach, er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts, fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Oh.
Du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Semper Fi. Das heißt immer treu. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Das war wohl der Unfall. Ja. Vielleicht war das dieser Bus. Zeit. Oh. Jason. Sind getrennt. Jason, bist du da? Glaub ich. Ja. Oder? Muss es so sein? Bleiben wir mal dabei. Du Scheiße. Wer spielt jetzt wen? Gute Frage. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Ja. Eric. Na super. Im Blut würde ich auch knutschen. Ja. Ich glaube, wir sind aber doch zusammen. Ja, ich denke schon. Oh, da ist er. Ach, komm, Chefe. Süßer Hasenzähnchen. Scheiße. Ja, Batterien alle, scheiße. Shit, sie funktioniert nicht. Colonel, sie müssen weg! Du auch, Nick, du wirst mitkommen! Komm schon, Rage! Ja, ihr seht doch, dass er nicht besiegbar ist. Dann muss er irgendwas anderes muss ihn jucken. Ja. Shit. Gibt bestimmt Quicktime. Ja, denke ich auch. Mich sowieso schon hoffnungslos zu laufen. Was? Scheiße. Oh, die Entscheidung. Lass uns schnell einfach weglaufen. Scheiße. Autsch. Der hat Kraft, glaube ich. Ich denke auch. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht die Szene, nicht die Szene, nicht die Szene. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist die Szene. Helfen, helfen oder rennen, helfen oder rennen. Helfen. Ja. Oder auch nicht. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Egal. Ich glaube, der hätte mich hochgezogen und dann so gekillt, wie in dieser Szene. Ich glaube, das wäre passiert an der Stelle. Okay. Hochziehen. Weißt du noch, die Vision, die wir hatten, wo mir der Hals umgeknickt wurde? Ja, ach so, ja, richtig, richtig, stimmt. Ja, das kann sein. Das ist die Szene, die ich auch meinte, ja, richtig. Genau. Das kann sein. Ich dachte, die wäre vorhin schon gewesen. Das ist möglich, ja. Na, siehst du, dann haben wir das ja auch verändert. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Oh, da liegt er ja. Ah. Ja, das war klar. Ist das für jetzt weg? Ist wohl im Tunnel verschwunden. Er lebt noch. Jason lebt noch. Vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus. Hoffentlich. Vorhin. Danke für Ihre Hilfe. Ja, weiß ja eh schon Bescheid. Ja. Aber wenn das mal nicht noch zum Showdown kommt. Hätte ich vorher Bescheid sagen sollen. Ja, doch jetzt. Okay, suchen wir Kolchak. Oder auch nicht.
Worauf wartest du? Eine Extra-Einladung? Gehen wir! Nicht, dass er leichtsinnig wird. Es ist ganz sicher noch nicht Zeit. Wir müssen es ihm sagen. Nick, hör zu. Nein, nein, du hörst zu. Wenn ich hier unten sterbe, dann wenigstens als ehrlicher Mann. Ich mein's ernst. Reggie, du wolltest es ihm bei Zeiten sagen. Du musst es ihm jetzt sagen. Sag ihm die Wahrheit. Der Ring an deinem Finger bedeutet nichts mehr. Klar, dass du es mir nicht sagen wolltest. Mir war ja nicht klar, dass du mit jemandem aus deinem scheiß Team schläfst. Dann erklär's uns mal. Jetzt? Ist das dein Ernst? Ja, jetzt ist vielleicht die letzte Chance. Schön. Eric. Du, das war's. Ich, wir hatten was Besonderes. Aber das ist sehr lange her. Ihn? Du willst echt ihn? Ich wähle doch nicht. Ich weiß nur, was das Beste für mich ist. Ich will einen Neuanfang. Fang mit mir neu an. Nein, ohne dich. Nach der Trennung war ich lange Zeit ohne Hoffnung. Nick ist Hoffnung. Wie kannst du mir das antun? Du bist meine Frau. Wir sind schon seit einem Jahr getrennt. Dinge ändern sich. Ich bin anders. Ja, ist ja auch teilweise komisch an mir, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Du hast das Seil gekappt und mich fallen lassen. So bist du für mich da? Okay, ja. Lassen Sie los, Mann. Hab ich schon mal. Das ist auch egal, wenn wir hier sterben. Mir ist es nicht egal. Suchen wir Kolchek. Okay. Ja. Geht's für uns auch in den Abgrund jetzt? Wahrscheinlich. Sieht so aus. Ach nee, das sind wir noch jetzt, die anderen. Ah ja, okay. Ich freue mir. Da liegen die ganzen Eier. War doch von die Rede von Kokons. Wenn wir jetzt vielleicht nicht das Nest von den Nasen finden. Oder den Ursprung, besser gesagt. Nee. Wahrscheinlich eher den Ursprung. Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen. Ah, siehst du? Warum? Aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Jo. Bleib mal auf der Hut vor Gefahren. Vielleicht? Links ist doch noch was. Ja. Jetzt. Das Spiel tut dann also doch noch was. Du hast das. Funde, Mappe 3 von heute. So, kann man da was machen? Ich glaube, wenn du jetzt einmal zurückgehst, dann mach das auf. Mal zurück. Ja. Achso. So. Ach du Gott, wieder 30 Milliarden Geschichten hier. 29. November. Viele davon belegen unsere These, dass der Tempel für Opfer genutzt wurde. Wir wissen, dass eine jahrhundertelange Dürre das Akkadische Reich bedrohte. Dieselbe Dürreperiode, die auch das alte Ägypten, das alte Königreich in Ägypten heimsuchte. Die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutäer aus den Bergen hinab auf das Flachland. Es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Akkadern. In diesem Tempel finden wir Belege dafür, dass man verzweifelt versuchte, die Götter milde zu stimmen. Zugehörige von der R6. Schwarzer Onyx, mesopotamisch, Ur-3, Zeit, keine Ahnung. Onyxsteine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück, vielleicht aufgrund der Überzeugung, dass böse Uduk-Dämonen die Welt bevölkerten. R19, Stein mit Loch, mesopotamisch, Ur-3-Zeit. Der Stein zeigt Figuren, die eine Sonnenfinsternis anbeten. Zusammen mit R6 bildet das Stück eine Sonnenfinsternis ab, die eine Katastrophe voraussagt. Geht das hier noch weiter? Das habe ich gesehen, das untere. Was war das denn jetzt? Hä? Okay. So, ich nehme mal, ne? Jo. Also, ja, diese Scheibe mit dem Loch unten habe ich tatsächlich auch gesehen. Die habe ich in der Hand gehabt. Ja, okay. Achso, du kannst sogar umblättern. Achso, habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja, gut. Dann wechseln wir uns ab. R32, Ritualtafel. Undatiert akkadisch. Die Tontafel zeigt einen Ausschnitt aus einem religiösen Ritual. Der vom Priester getragene Stierkopfschmuck deutet auf ein Menschenopfer von Dienern hin. Wahrscheinlich um die Zukunft aus ihren Eidengeweiden zu lesen. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur der Grotäische Gefangene ermordet worden. R73, Schlachtentafel. Tontafel mit einer kriegerischen Szene drauf. Die Kopfbedeckungen der akkadischen Krieger legen nahe, dass es sich um einen Kampf zwischen Akkadern und Gutäern handelte. Ja, meine ich, Kamerad? Das war die Anfangsseite. Ja gut, dass man umblättern kann, das ist, ja, hätte ich vorher wissen müssen. Dann hätte ich das bei den anderen Büchern natürlich auch probieren. Ja. Aber gut.